Mann, sieh dir diese Pappnasen an. Wenn Kelso noch keinem dieser Schnauzbartträger den Kopf in die Kloschüssel gesteckt hat, kaufe ich ihm einen Rock. Leute! Ist schön, euch zu sehen, Jungs. Was ist das? Oh, der Schnauzer wächst schon ganz prächtig. Ne? Deswegen nennt man Bullen Bullen. Siehst aus wie ein Rindvieh. Als hätte jemand Farbe über die Mona Lisa geschüttet. Oh, bitte, Michael Kelso ist ein Meisterwerk. Das weißt du genauso gut wie ich. Ach, übrigens, ich werde jetzt Mike genannt. Mein Polizistenname. Wir nennen dich Kelso. Ja, aber solange ich hier seid, nennt ihr mich Mike. Und was den Bart angeht, mir gefällt er. Er macht mich zur Autoritätsperson. Du siehst aus wie ein Pornostar. Auch gut. Kadett Mike. Officer Kennedy, Sie kennen meine Freunde Hyde und Fez. Ich erinnere mich. Aber ich kenne Sie als Unruhe und Stifter. Unruhe und Stifter. Sehr clever. Ich finde es witzig. Zusammengenommen heißt es Unruhestifte. Klappe! Ich hoffe, die zwei Clowns behindern nicht die Fortschritte, die sie machen, Mike. Nein, Sir, gar nicht, Sir. Wir werden sehen. Ich behalte sie im Auge. Sie auch. Er ist ein guter Mann. Du wirst mir echt unheimlich. Ich hole das Bier aus dem Auto. Und dann trinke ich, bis sich der Bart in eine Raupe verwandelt und wegkriecht. Da kann ich nicht mitmachen. Ich habe am VMKD und KT am NM. Was auch immer das heißt, ich bin hier, um Bier zu trinken und mit Knarren zu spielen, verdammt. Tut mir leid, aber um 2200 ist Zapfenstreich, also muss ich euch bitten, die Baracken aufzusuchen, und zwar ad hoc. Wieso denn im Lock? Nein, ad hoc, das heißt sofort. Ich kleb dir ad hoc eine. Heute Nachmittag hat mich ein Kadett namens Terry angemacht. Ich mag's nicht, wenn Männer mit Waffen auf mich stehen. Fess, Kadett Terry ist eine Frau. Ich habe gesehen, wie sie ihren Kinnbart zugepudert hat. Tja dann, Hallöchen, Kadett Terry. Ich werde hier sitzen, aber ich mache auf keinen Fall mit. Was ihr da macht, ist illegal. Und es könnte mich von meinem großen Ziel abbringen, ein Gesetzeshüter zu werden. Ich habe hier Broschüren für euch dabei. Vor allem eine ist für euch interessant. Bist du clean, bist du in. Ich finde, der Titel sagt schon alles. Hey, Broschürenwurf steht unter Strafe. Kelso, dass du ein Langweiler geworden bist, würde mich stocksauer machen, wenn ich zu solchen Gefühlen noch fähig wäre. Was ich Gott sei Dank nicht bin. Ich bin kein Langweiler. Ich bin erwachsen geworden. Und wenn du erwachsen bist, hältst du dich an die Regeln. Und deswegen werde ich das hier jetzt entsorgen. Was macht er denn jetzt? Was hat er vor? Keine Angst, er spielt uns nur einen Streich. Beute! Grundgütiger, du bist ja völlig fertig. Du Mistkerl, hast Hyde fertig gemacht. Kelso, lass uns rein. Nein, ihr wollt mich nur wieder hauen. Ich warne euch, ich habe eine 3 im Schlagstock knüppeln bekommen. Mach einfach die Tür auf. Nein. Verdammt, nicht abgesperrt. Dann werde ich euch wohl fertig machen müssen. Den Griff kenne ich noch nicht. Bereit. Aber sowas von. Das gibt was am VM beim KD und dann LMAA. Ich kann's kaum erwarten, bis Sie Kelso sehen. Ich glaube, mir wird schwindelig. Ja, ich fühle mich auch wie ein Heiligabend. Nur bekommen wir keine Spielsachen? Wir dürfen einen lieben Freund verarschen. Hey, Pete, Doug. Hallo, Jungs. Hi, Mike. Kadett Mike? Sie halten das wohl für sehr witzig. Was? Sie verunglimpfen unsere Uniform und dafür verlange ich eine Erklärung von Ihnen. Halten Sie den Mund! Abtreten!
Was habt ihr mit mir gemacht? Habt ihr meinen Kopf rasiert? Klebt da was auf meinem Rücken? Wisst ihr was? Seit der Highschool habt ihr euch nicht weiterentwickelt. Aber ich will, dass aus mir was wird. Darauf seid ihr neidisch und wollt mir alles kaputt machen. Ehrlich, irgendwo hört der Spaß auf. Oh, das ist ja echt ein Brüller.